Herzlich willkommen zurück, ihr schon coolen Freundinnen und Freunde der World of Warcraft. Mein Name heißt Andreas und heute möchte ich mit euch wieder mal über Auktionshaustechniken sprechen. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Es war gewünscht und ich wurde gebeten, doch mal ein, zwei Geschichten und Facetten vielleicht mal wieder zu zeigen, die vielen von euch bekannt sein sollten. Sofern ihr im Auktionshaus aktiv unterwegs seid, habt ihr schon eure Strategien. Alle diejenigen unter euch, die aber noch so ein bisschen Tipps und Tricks und Kniffe suchen, die können ja vielleicht hier etwas mitnehmen. Das ist ja Ziel des Ganzen. Und abholen möchte ich euch erstmal in der Theorie, denn worum geht es eigentlich? Was möchte ich euch zeigen? Es geht eigentlich um das Thema Überbieten und Overcutting. Und es ist interessanterweise erstmal der totale Widerspruch zu der Art und Weise, mit der wir uns eigentlich fortbewegen im Auktionshaus. Denn eigentlich geht es ja immer darum, zu unterbieten, ja, oder immer die Person zu sein, die zuletzt etwas eingestellt hat, um den Sale zu generieren, damit wir zuerst verkaufen. Das ist ja der Prozess. So, was soll denn diese Geschichte Überbieten und Overcutting? Was hat das denn eigentlich damit auf sich? Und ich habe das vielleicht mal in dem einen oder anderen Stream skizziert. Ich meine, Exitus und ich hatten im Goldcast auch mal darüber gesprochen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Zumindest hatte ich das ein oder zweimal vielleicht dann irgendwie so da reingeworfen. Hier noch einmal der Zusammenhang. Im Prinzip geht es um eine Abwägung, was Kümmern betrifft oder was Kontrolle betrifft. Das soll gar nicht wie ein Widerspruch rüberkommen, sondern die Frage ist, wie gestaltet ihr das? Und ihr könnt natürlich auch total variabel sein innerhalb dessen. Die Frage ist, wie stellt ihr eure Warengruppen zusammen und die Operationen? Und bei manchen Artikeln kann es ja Sinn machen, dass man sich nicht völlig dieser Dynamik unterwirft, sondern sagt, okay Leute, passt auf, ich hau ja jetzt gewisse Mengen rein zu einem festen Preis. Ja, dann ist der Vorteil ist, dass ich mich dieser Dynamik entziehen kann. Ich kann auch ein bisschen etwas festzurren, ich kann selber ein kleines Preiskorsett setzen und ich kann natürlich auch durch die Menge andere Leute davon abhalten, vielleicht aktiv zu werden. Das kann natürlich auch von euch ein Teil einer Vorbereitung sein, selber den Preis zu resetten. Das wird halt gerne gemacht, dass man erstmal anfängt, möglichst viel nach unten zu drücken durch die Masse. Man zwingt alle anderen dazu, ebenfalls sich dem unterzuordnen. Dann kauft ihr das Ganze raus und schiebt das wieder noch rein. Gerade bei dem Thema ID-Resets. Immer wieder ein Faktor, und das möchte ich euch auch gleich illustrieren und zeigen, wie unterschiedlich die Server dort auch ticken. Ne? Deswegen, das immer bedenken, das ist jetzt kein pauschales Instrument. Für jeden Server müsste man es ein bisschen anpassen, aber dem Grunde nach sind das eigentlich die vier Funktionen, die ich für mich entdeckt und genutzt habe. Wann und warum nutze ich eigentlich dieses Overcutting bzw. dieses Überbieten? Damit ihr das einmal nur hier so in dieser Theorie gesehen habt. Ja, das hat verschiedene Funktionen und die kann man nutzen. Und der zweite Teil dessen, was ich euch jetzt vorstellen möchte, ist jetzt hier nochmal einerseits für Equin und andererseits für Ereda zum Thema lichtlose Seide. Und da stellen wir sehr schnell fest, wenn wir jetzt einmal diese Mimik setzen auf den 1. März bis Ende März, dann stellt ihr fest, dass wir auf Ereda eigentlich die ganze Zeit in so einer Degression sind. Der Preis fällt die ganze Zeit. Wir haben hier ein paar Wellenbewegungen. Das ist aber relativ harmlos. Ich möchte euch mal zeigen, wie es im Kontrast beispielsweise auf Equin zugeht. Schaut euch das mal an. Und interessanterweise können wir hier ein gewisses Muster feststellen. Ne? Wir haben hier zum Mittwoch, hier ist es wieder angezogen. Hier ist der Preis auf einmal wieder hochgeknallt. Dienstag, vor den ID-Resets, rein zufällig. Wann ist das eigentlich das nächste Mal passiert? Hier sind wir wieder. Dienstag auf Mittwoch, ja, guckt euch das an. Ja, das scheint ja ein gewisser Zusammenhang zu sein. Hier hatten wir es jetzt am vergangenen Wochenende. Also, es sind nicht immer Gesetzmäßigkeiten, es ist aber ein Muster. Das Ganze bitte nicht dogmatisch behandeln, sondern analysiert euren Server. Das müsst ihr für eure Ökonomie machen. Ich präsentiere euch das im Prinzip seit 3,5 Jahren, wie ich das mache, warum ich das mache. Und die meisten von euch, die Erfolge haben in ihren Auktionshausstrategien, nutzen auch so etwas wie die TSM-Daten und die Analyse natürlich des Undermine-Journals. Und ich finde das immer toll, wenn man das hier plastisch visualisieren kann. Dann wird euch nämlich klar, warum es Sinn machen kann, zwischendurch vielleicht zu sagen, Leute, passt mal auf, ja, ich gehe diesen Race to the Bottom gar nicht mit, sondern ich setze ein paar Stapel in diesen Preiskorridor, nämlich in der Hoffnung, dass die nächsten Resets bedeuten, meine Stapel werden rausgekauft und ich nehme jetzt ein paar Stücke Gold mehr mit, als es der Fall wäre, wenn ich die ganze Zeit hier nur mal unterbiete. Ne? Also idealerweise wollen wir uns hier, ja, in diesem Korridor befinden und hier das Gold mitnehmen.
und vielleicht nicht hier. Und Lichtlose Saat ist nur ein Beispiel. Ihr könnt das mit Mounts machen, ihr könnt das mit den gecrafteten Geschichten generell machen, ihr könnt das mit Rezepten machen, was die Commodities und Handwerkswaren angeht. Denkt daran, ne? Gerade aktueller Content ist dort sehr flughaft, sehr volatil. Ja, da springt man, ja, gerade was Blumen angeht, was Erze angeht. Aber so habt ihr zumindest hier erstmal diese theoretische Betankung. Und damit ihr einen Mehrwert habt, lasst uns das doch mal ein Trade Skill Master umsetzen. Ja, dann habt ihr nicht nur die Methode in der Theorie, sondern pragmatisch könnt ihr das für euch anwenden. Und ich habe jetzt hier mal die lichtlose Seite genommen und dann sehen wir dann schon, ach guck mal an hier, ne? Ein sehr großer Preiskorridor. Das Ganze schiebt sich aber nach und nach, ihr seht es hier durch die Stapel, wieder Richtung 27 Gold. So ist so der momentane Preisflur. Ich hatte heute sehr spät Mittagspause, wie man merkt tatsächlich. Und gucken wir nochmal auf Erdra. Und ihr seht, der Weg geht hier eigentlich nach unten. Im Vergleich zu Egwin, guckt euch mal bitte hier die Preise an. Ja, hatten wir ein wesentlich höheres Preisniveau, als wir es jetzt auf Erdra, als wir das jetzt hier auf Egwin hatten. Ne, hier waren wir schon wesentlich früher unter 40 und auch unter 30 Gold. Also ihr seht, ja, gerade die Server haben ein völlig unterschiedliches Nachfrage- und Angebotsvolumen. Steht und fällt natürlich auch mit der Spielerschaft und wie aktiv sind die im Content und in den Raids. So, was machen wir jetzt aber? Wir tun jetzt einfach mal so, ja, als wäre ich jetzt hier noch einfach groß aktiv und sage, passt auf Leute, ich setze jetzt mal darauf, dass der nächste Reset irgendwann kommt. Es findet eine Preisanpassung statt und dann möchte ich aus dem Preisbereich abverkaufen, bitte nicht bei 25 Gold. Das ist mir zu wenig. Was mache ich also? Ich werde mir eine Gruppe erstellen, die nenne ich jetzt einfach mal, damit wir eine gleiche Mimik haben. Ich mache das einmal hier Overcut. Lichtlose Seide als Beispiel und dann werde ich mir noch eine Gruppe erstellen, die nenne ich Overcut Saronit, weil ich noch Saronit-Erze habe. Das möchte ich euch auch zeigen. So, zwei Gruppen habe ich erstellt. Lichtlose Seide haue ich jetzt einmal hier schon rein. Zack, Pateng. Dann haben wir hier noch Saronit. Davon habe ich jetzt auch noch reichlich, wie man sieht. Und hat einen ganz guten Preis auf Eredar. Also das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe jetzt nicht geguckt, was die Tan kostet. Weil ich jetzt hier nicht mehr wirklich unterwegs bin. Und Varianten ignorieren ist jetzt für Transmog spannend. Hier lasse ich das einfach mal so, okay? So, jetzt fangen wir an. Jetzt nehmen wir Gruppen. Jetzt möchte ich nämlich eine eigene Operation dafür bilden. Und zwar sage ich jetzt mal, ich möchte die lichtlose Seite beispielsweise für, was nehmen wir dann jetzt mal, 27 Gold 99. Da ist ja schon eine. So, dann könnt ihr das von mir jetzt auch so nennen. LS2799, ganz wichtig, hier das Zuordnen nicht vergessen. Und ich sage, 12 Stunden reichen, 24, wie auch immer, das könnt ihr entscheiden. Ich nehme jetzt mal 24 Stunden und ich sage, 50 Stück möchte ich da reinsetzen zu diesem Preis. Und jetzt ist das Wichtigste, diese Formel, das könnt ihr jetzt alles knicken. Ja, ich bin ja mittlerweile ein großer Fan dieser festen Preise. Nehmen wir jetzt mal 27 Gold und 99 Silber. So, jetzt ganz wichtig, ihr müsst jetzt hier, wenn unter Mindestpreis, zum Mindestpreis einstellen. Ihr könnt das jetzt noch auf variabel machen, ihr könnt den normalen Preis auf 28, 29, 30 Gold setzen. Ich mache das so, ne? Ich zeige euch nur immer, wie ich das mache. Ich habe immer einen fest definierten Wert, also ich mache jetzt 1 für 27,99 und ich mache nämlich noch etwas, ich setze noch so einen kleinen Blocker rein, dann für 29,99. So, und hier bin ich sozusagen wieder abhängig von den Variablen, die wir im Auktionshaus haben. Das heißt, ich setze das hier penetrant fest auf 27,99. Höchstpreis, Mindestpreis, und das ist ganz wichtig, hier muss zum Mindestpreis einstellen rein. Gucke nochmal nach, habe ich jetzt hier 50 Stück, habe ich zugeordnet, passt. So, die kopiere ich jetzt mal, das ist jetzt die, habe ich nicht abgeschickt, LS27,99. So, und die nenne ich jetzt Alice. Alice. Huse ist Alice. 29,99. So, das Ganze muss ja auch wieder zugeordnet werden. Auf die lichtlose Seite habe ich beides gemacht. Und hier folgt natürlich jetzt die Anpassung. Während es hier 27,99 sind, möchte ich jetzt hier 29,99 haben. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. So, das war's schon. Damit habe ich jetzt schon zwei Operationen.
die bezüglich dieser Gruppe sagen, lichtlose Seide, du setzt mir 50 davon rein. Das möchte ich einfach machen. Und das Ganze, ich mache das jetzt mal ebenfalls für Sarunit, habe ich schon zugeordnet. Sarunit, sage ich jetzt mal, ist jetzt bei 50 Gold. Und da können wir sagen, ja, das ist wunderbar. Da grätsche ich jetzt einfach mal rein. Ich nehme wieder eine Operation und nenne die jetzt Sarunit, weil ich den Preis sehr gut finde. 45 Gold ist für mich völlig in Ordnung. Das ordne ich jetzt hier, auch wieder ganz wichtig, ne, der richtigen Gruppe zuordnen. Und sage, ich stelle hier für 48 Stunden, nehmen wir da mal 500 Sarunit ein. Und entweder bieten sie dann oder nicht, das ist mir aber egal, sondern ich gebe hier 45 Gold wieder rein, 45 Gold, 45 Gold, 45 Gold und hier wird zum Mindestpreis eingestellt, so. Damit unterbiete ich jetzt die Leute um ein paar Gold, lass es aber da und sage, für mich ist Sarunit immer, das farm ich zwischendurch und für mich ist hier auf diesem Server, auf meiner Homezone, ja in meinem Auktionshaus, 45 Gold ist mein Preis. Ich will mich damit gar nicht weiter auseinandersetzen. Sarunit wäre jetzt hier nicht so super toll für so eine Preisdruckaktion. Wenn ihr das für aktuellen Content machen wollt, könnt ihr das natürlich machen. Für die Blumen, für die Erzen, für die Erze, für Futter, wie auch immer. Da braucht ihr natürlich aber schon ganz andere Massen. Wenn ihr jetzt Gelegenheitsspielerinnen und Spieler seid, wäre ich da ein bisschen defensiver. Hier nutze ich das für mich als eine Entlastung. Also hier ist es gar nicht mal Kontrolle, sondern ich möchte mich weniger kümmern. Ich möchte kümmern, abgeben. So, nochmal gucken, ob wir das jetzt alles haben. Ich hoffe. So, Leute. Und jetzt probieren wir das doch mal. Ich springe jetzt hier in das TSM. Klicke die beiden Gruppen an und mache jetzt mal den Einstellscan. So, und dann sehe ich tatsächlich, aha, für 45 Gold, 27,99, 29,99. Ihr seht jeweils die Operation Verkäuferin Heidi. Ja, deine Welt ist das Unterbieten. Aber das mache ich jetzt. Eins. Ihr seht hier, Menge 50. Menge 50. Das hat soweit funktioniert. Jetzt gehe ich nochmal in meine Auktion rein. Und ihr seht hier, für 27,99 50 lichtlose Seide, 50. Und die lasse ich da jetzt stehen. Und sobald irgendeiner der werten Erda-Kolleginnen und Kollegen jetzt sagt, Mensch, hier, diesen riesigen Blocker, das ist ein fetter Blocker hier. Für 45.000, knapp 46.000 lichtlose Seide, das muss man erstmal investieren wollen. Ja, das heißt, da ist schon eine Grenze. So könnte man das machen, wenn ihr sozusagen lichtlose Seide auf der unteren Seite haben wollt, des Unterbietens. Ja, dann sorgt ihr hiermit ja schon dafür, dass sich das ganze Preisniveau nach unten bewegt. Und wenn ihr jetzt die Hoffnung habt, dass jemand sagt, okay, wisst ihr was, ich kaufe jetzt alles bis 29,99 leer, seid ihr mit in diesem Reset-Korridor. Ihr habt dort eure Angebote platziert. Das Ganze bei Sarunit-Erz, da sage ich jetzt, das ist jetzt ein Preisniveau, das ist erstmal genial. Und hier können sich jetzt die Leute entscheiden, ist dieses knapp 10 Gold unterbieten, 11 Gold unterbieten, ist das ein Incentive, dass jemand sagt, okay, das kaufe ich raus. Wenn euch diese 45 Gold reichen, das ist in Ordnung. Ihr könnt auch normal unterbieten. Ihr könnt das auch alles manuell machen, damit das nochmal klar ist. Ich kann jetzt hier beispielsweise, kann man jetzt sagen, wir unterbieten jetzt hier ganz normal 48 Stunden nochmal 100 rein. Fertig, so. Gar kein Thema. Dann habe ich jetzt hier unterboten. So, wenn die Leute jetzt hier weiter unterbieten, ja, ich kann jetzt die Preistreppe noch größer machen. Ich kann jetzt 200 Stück nochmal reinsetzen für 40 Gold. Ihr könnt das auch manuell machen. Ich finde es über die Trade Skill Master Operationen aber wesentlich einfacher. Ich finde es eine große Entlastung. Aber habt ihr jetzt einen Eindruck? Schreibt mir das in die Kommentare. Nutzt ihr das für euch? Delegiert ihr diese ganzen Geschichten, diese Prozesse? Und ihr könnt euch jetzt natürlich noch weiter austoben. Ne? Ihr könnt das Ganze im Trade Skill Master jetzt mit weiteren Gruppen noch mehr strapazieren, überstrapazieren. Ja, ihr könnt das jetzt im Goldrhythmus machen. Ihr könnt auch eine dynamische Formel nehmen, die einen Korridor festlegt von 25 Gold bis 29 Gold oder 24 Gold. Das könnt ihr dann entsprechend hier bei der Auktionsausstellung entsprechend machen. Ihr könnt ja wirklich die unteren und die Höchstschwellenwerte setzen und gebt dann immer vor, was nämlich passiert. Wird gar nichts auktioniert, stelle ich zum Normalpreis ein, zum Mindestpreis oder zum Höchstpreis. Ihr könnt euch dort austoben. Es ist nur ein Instrument, das ich irgendwie für mich nutze. Es ist gerade bei gecrafteten Geschichten, es kann auch im Pet-Handel
kann es nicht verkehrt sein. Ich habe es bei manchen Transmog-Geschichten, dass ich sage, okay, ne, das ist immer so viel Dynamik, da geht dann so viel hoch und so viel wieder runter und da laufen Auktionen aus und dann stehen die zum Teil wieder bei 50.000, 60.000 Gold, bei denen ich weiß, das wird irgendwie nicht funktionieren. Dann wird auch einmal penetrant unterboten. Ich sehe das Item vielleicht bei 9.000 Gold, dann sind die auf einmal wieder bei 2.000, 3.000 Gold, dann wird wieder nicht auktioniert, obwohl ich weiß, die Auktionen laufen aus, dann stellen sie wieder ein für 50.000. Dann haue ich das einfach in eine Gruppe mit einer Operation und sage, penetrant 9.000 Gold. Und dann bieten mich entweder alle anderen für 9.000 Gold und das wird verkauft oder nicht. Oder ich definiere wirklich einen Korridor und sage, von 9 bis 8.000 Gold würde ich nochmal unterbieten. So, damit sind wir schon durch. Das soll auch reichen. Ja, ihr seht, man kann aus so einer kleinen Geschichte eine ganze Menge Sachen machen. Das Overcutting, das Überbieten hat mehrere Funktionen. Das wollte ich euch hier schildern. Hoffe, das war hilfreich und informativ. Vor allem diejenigen unter euch, die sich noch gar nicht so mit TSM auseinandergesetzt haben und noch gar nicht so mit diesen Auktionshaustechniken. Das sind so die kleinen Mittel, die man irgendwann dann einsetzt, sobald man eine Übersicht hat und eine Struktur für sich definiert. Die Alternative ist halt einfach abkippen, rein, unterbieten und ihr sagt, fire and forget. Wirklich rein, vergessen, weg. Und ihr setzt euch nicht weiter damit auseinander. Ich finde, ein bisschen Systematik sollte man reinbringen. Man kann jetzt total darüber diskutieren, ob das jetzt schlau hier so ist, dieses Saroniterz da jetzt so zu verscherbeln. Letztendlich ist es egal. Ich mache jetzt nichts Aktives. Es soll auch nur ein Beispiel sein. Und ich kann es natürlich auch so, weil ich jetzt das Preisniveau auf Ereda hier nicht killen will oder jetzt anderen ja, Brain AFK die Chance geben will, dass sie ja auch einfach nur unterbieten, kann ich jetzt sagen, okay, diese 45 für 500 Stück, alle ein, zwei Tage haue ich mal wieder meinen 500er Block rein und er geht weg oder geht nicht weg, aber 45 sind gut und falls jemand, warum auch immer, das Bedürfnis hat, Saroniterz auf 90 Gold zu resetten, werden meine hundertprozentig rausgekauft. Ja, wenn dieser Race to the Bottom losgeht und die nächsten fangen jetzt an, Saroniterz wieder. Ihr seht das hier, regionaler Verkaufspreis im Schnitt 21 Gold. Serverübergreifend, ja, und jemand findet hier, das Preisniveau auf Ereda ist hoch für Saroniterz, ja. Also da könnte man schon zwischendurch sagen, na, da farme ich mir mal so ein paar Stück. Das bekommt man eigentlich relativ flott zusammengefarmt, das Saroniterz. Dann kann man natürlich sagen, nein, nein, nein. Ich kann mir vorstellen, hier geht das auf Ereda nochmal bis 99 Gold hoch, warum auch immer. Und ja, freue mich, dass das hier ein hohes Preisniveau ist. Passt dann zu dem Beispiel. Damit sind wir durch. Mimik, hoffe ich, ist soweit klar geworden. Die Prozedur ist soweit klar geworden. Ihr könnt euch hier austoben. Macht, was ihr für richtig haltet. Es ist nur einfach ein Beispiel, um euch etwas an die Hand zu geben. Guckt euch das ab. Ja, macht für euch das Refinement, definiert das für euch und justiert das für euch so, dass ihr euch damit wohlfühlt, dass ihr euch damit wiederfindet. Und das war es dann im Prinzip schon, Leute. Wir sind durch. Danke fürs Einschalten. Und ich hoffe, das hat die eine und den anderen von euch und unter euch vielleicht ein bisschen so angeregt zu sagen, so, gar nicht schlecht. Das gucke ich mir mal an. Das war eine schon coole Idee. Und wenn ihr findet, dass das so ist, ja, dann Daumen hoch, abonniert und kommt in den. Na, ihr wisst Bescheid, ne? Wir sehen uns, wir hören uns. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und tschüss. Schon cool, dass ihr da wart. Schon cool, dass ihr wiederkommt. Und ja, bitte schreibt mir in die Kommentare. Tschüss.